Die Vorweihnachtszeit erfordert besondere Einsätze. FCA-Profi Philipp Max zum Beispiel schenkt in der Almhütte auf dem Augsburger Christkindesmarkt den Gästen Glühwein aus. Ein Einsatz für einen guten Zweck, für die Aktion Firma mit Herz. Von jedem verkauften Getränk spenden die Almhütte und der FCA jeweils 50 Cent, also 1 Euro insgesamt, an die Kartei der Not. Ich glaube, wenn man irgendwie gute Dinge tun kann, das ist immer wichtig. Ich glaube, dass der Verein sich da oder wir Spieler auch immer sehr viel Mühe geben. Und deswegen stelle ich mich auch gerne am freien Tag heute hier hin und freue mich immer, wenn ich die Leute dann anschauen kann und die sich mit strahlenden Gesichtern schon freuen, dass ich da bin oder dass Spieler vom FC Augsburg da sind, die sich trotz der schwierigen Situation gerade dem Ganzen stellen. Und nee, es macht schon Spaß. Glühwein, alkoholfreier Punsch, Hüttenzauber und Co. Philipp Max macht seinen Aushilfsjob richtig gut. Schnell, ruhig und zuverlässig. Sein Geheimnis? Ja, die Mutter von meiner Freundin, die hatte über 10 Jahre ein Café in Augsburg. Da durfte ich auch ab und zu mal auf freiwillige Basis mal mitmachen und habe das so ein bisschen trainiert und mittlerweile klappt es ganz gut eigentlich. Viele Besucher sind extra gekommen, um den FCA-Spieler zu sehen. Philipp ist einer von insgesamt 6 FCA-Profis, die hier abwechselnd für den guten Zweck arbeiten. Also ich finde, das ist genau das, was ein FCA ausmacht und deswegen sind wir ja die Fans vom FCA. Ja, also ich finde es eigentlich voll cool von ihm und auch voll toll, dass er sich in seiner Freizeit einfach Zeit nimmt und was Gemeinnütziges, Freiwilliges macht. Finde ich natürlich super. Es ist toll mit Fannähe und so. Es spürt man beim FCA nur richtig. Also ist echt toll. Was soll ich sagen? Hervorragend. Es weihnachtet sehr. Und auf dem Christkindesmarkt kann man sich am besten auf das Fest einstimmen. Auch Philipp Max freut sich auf ruhige, besinnliche Tage. Fest der Familie ist was ganz Besonderes. Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich alle sehen kann. Weil es natürlich doch immer große Entfernungen sind zwischen den ganzen Familien. Dieses Jahr ist es halt ein bisschen schwierig, weil wir erst am 23. Dezember noch das letzte Spiel haben. Und deswegen werde ich Heiligabend dieses Jahr in Augsburg verbringen bei meiner Freundin, bei der Familie von meiner Freundin. Und am ersten Weihnachtstag kommen dann meine Eltern dazu, dass wir danach in Urlaub fahren können. Und freue mich schon auf die freie Zeit auch. Weihnachten, das Fest der Liebe und Familie. Für den FCA aber auch die Zeit, um an andere zu denken und sich zu engagieren.